Du weckst mich! Ist das lieb von dir? Ich brauche gar keinen Wecker. Warte mal, 20 Uhr? Oh, es ist wirklich Zeit aufzustehen. Die Sonne geht schon unter. Und es ist Zeit für die Vampire zu erwachen. Ladies and Gentlemen, damit erstmal Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen hier zu Minecraft Dracula. Was geht ab, Graf Fleder? Ha? Alles klar bei dir? Warum weckst du mich denn eigentlich? Ist irgendwas los oder was? Ein Buch. Was? Hast du ein Buch geschrieben? Bist du Autor? Wow, cool. Hi, Easy. Ich habe Graf Fleder geschickt, damit er dir diesen Brief gibt. Hoffentlich hat er dich nicht erschreckt. Nein, hat er nicht. Komm bitte nach Sonnenuntergang zu mir. Ich möchte dir meinen Turm vor der Schule noch zeigen. Oh, okay. Emma will mir ihren Turm zeigen. Warte, wo ist Graf Fleder hin? Graf Fledulus, wo hast du dich hin verkrochen? Okay, er ist weg. Alles klar. Keine Ahnung. Okay, ja, Leute, wir sind zurück in Minecraft Dracula. Und auch wenn wir selbst kein Vampir sind, leben wir hier unter Vampiren. Und das hat so seine Tücken, muss ich sagen. Aber erst einmal würde ich dann versuchen, irgendwie zu Emma zu kommen. Dazu müssen wir natürlich wieder durch die Vampirstadt gehen. Und ungefähr jeder Vampir will uns hier aussaugen. Okay, Achtung. Okay, kein Vampir da. Oh, okay. Da ist einer. Okay, ich muss mich hinter ihr langschleichen. Ich weiß einfach, was ich mache. Ah! Perfekt! Hat funktioniert. Nein, die müssen wir auch vorbei. Nein, die machen nichts. Die machen nichts. Sie haben überall Blut. Hier gibt es super viel Blut, was sie trinken können. Die können das von den Wänden abschlabbern. Die können vom Boden trinken. Also von daher brauche ich mir da keine Sorgen machen. Emmas Zuhause ist, glaube ich, hier. Yeah! Da ist Emmas Turm. Okay. Der denn aus? Sie hat schon einen großen Turm, muss ich sagen. Wir gucken mal, ob sie da ist. Emma? Bist du... Oh, hi! Was geht? Komm rein, Easy. Ja, danke. Ich bin schon da. Warte mal, das ist dein Zuhause? Wow! Ist das nicht gemütlich? Das ist mein Reich! Yay! Schön. Ich finde den Sitz total cool. Ist das eine Fledermaus mit einer Krone auf? Cool. Dieses Zimmer habe ich schon seit ich ein kleines Mädchen war. Also vor 94 Jahren. Ah, okay. Warte mal, wie alt bist du? Emma, hast du mir mal gesagt, wie alt du bist insgesamt? Oh mein Gott. Setz dich ruhig. Ich bring dir was zum Frühstück. Okay, warte. Ich gucke mich noch kurz um. Okay, sie hat hier so einen Besen. Hier ist scheinbar ihre Küche. Das ist voll der coole Stuhl. Oh, und ein Kaminfeuer. Wird Vampiren eigentlich jemals kalt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß gar nicht, wozu sie ein Kaminfeuer hat. Du magst doch Erdbeer, oder? Sieht fast aus wie Blut. Haha. Warte, ist es sicher, dass es Erdbeer ist und kein Blut? Ja, auf Erdbeer stehe ich total. Den mag ich gerne. Dankeschön. Ein leckerer Cupcake. Yeah. Also, ich würde gern mit dir über das Amulett reden. Okay. Ich muss herausfinden, was mein Vater damit vorhat. Ja, ich weiß. Heute nach der Schule treffen wir uns am Brunnen. Was? Okay. Und wir werden meinen Vater ausspionieren. Einverstanden? Ja, klar. Ich spioniere einen 1000 Jahre alten Dracula aus. Gar kein Problem. Nein, Emma, natürlich. Und ich unterstütze dich, egal bei was. Wir werden ihn ausspionieren. Und dann finden wir heraus, was es mit dem Amulett auf sich hat, okay? Gut, dann sehen wir uns später. Okay, aye, aye, Captain. Dann sehen wir uns später. Und ich möchte jetzt noch kurz zu Cora gehen und ihr einen leckeren Cupcake bringen. Meine süße Cora ist bestimmt wieder in ihrem kleinen Raum hier vorne. Wir gucken mal. Coraline, wo bist du? Hi. Bist du nicht da? Sie ist nicht da. Nicht mal bei ihrem Bild, hä? Okay, dann ist sie wohl gerade unterwegs oder sowas. Aber Freunde, die Sachen, die ihr hier seht, die gibt es im easymouse.shop. Schaut da gerne mal rein. Und ansonsten, dieses Design hier könnt ihr gerade gewinnen, wenn ihr beim Easy Cheesy Kreativ-Wettbewerb zum Thema Minecraft Dracula mitmacht. Das Ganze auf meinem Discord. Da stehen die Regeln drin im Discord-Channel zu diesem Wettbewerb hier. Und die Gewinner bekommen dieses Design hier auf einer Tasse und auf einem T-Shirt. Und sogar auf einem Hoodie der erste Platz. Also mega cool. Schaut da gerne rein. Und ansonsten auf dem Discord gibt es heute Abend ein Event. Also auch da um 17 Uhr machen wir einen Spieleabend auf dem Discord. Ich werde auch mal kurz mit dabei sein. Und da könnt ihr auch gerne reinschauen. Mal sehen, ob wir uns heute Abend auf dem Discord sehen. Yeah! Und da ist Cora. Hi. Was möchtest du, Cora? Warte, ich habe hier einen Cupcake für dich. Ich weiß ja, Erdbeer ist fast dein Lieblingsgeschmack. Und schmeckt er dir? Oh, ich wusste es doch. Was war das? Hä? Cora, was hast du getan?
Spektraler Pfad? Ist das eine neue Fähigkeit? Hast du mir eine neue Feenfähigkeit gegeben? Warte mal. Wie funktioniert das? Wo soll ich das ausprobieren? Draußen? Echt, wollen wir rausgehen? Dann flieg du vor. Ich bin ja da. Okay, pass auf. Soll ich das hier ausprobieren? Geht das? Ja? Okay, alles klar. Dann probieren wir das Ganze mal aus, Freunde. Seid ihr bereit? Ich weiß nicht, was es macht. Wir haben bisher nur gute Fähigkeiten bekommen. Aber gut, wir schauen mal. Let's go! Huh? Hä, was? Was ist das, Cora? Hä? Ich kann hier drauf laufen. Und es geht nicht kaputt? Ist das so eine Art Feenweg oder was? Hä, ist ja cool, der glitzert so schön. Voll schön, Cora. Nice. Das heißt, wir kommen quasi überall hin. Ich meine, wir haben ja auch unsere Vampirflügel, aber die können wir ja nicht immer tragen. Das ist wirklich cool. Oh, warte mal. Die anderen sind schon in der Schule. Ich muss los zur Schule. Nur wie kommen wir da am besten hin? Am besten wir gehen einfach... Ja, wir gehen hier lang. Warte mal, der Weg hat sich aufgelöst. Nein. Aber pass auf, das ist gar nicht schlimm. Denn hier geht's los zum Klassenraum. Bis später, Cora. Wir sehen uns. Okay, sie ist weg. Okay, Leute. Ich glaube, hier geht's sogar lang. Da vorne ist das Zimmer von Violet. Und hier hoch... Und da ist nämlich auch schon der Unterrichtsraum. Okay, bin ich die Letzte? Ich bin noch nicht die Letzte. Emma ist noch nicht da und... Wieso ist Violet noch nicht da? Die ist doch sonst die Erste in der Schule. Aiden, wo ist denn Violet? Keine Ahnung, wo Violet steckt. Okay. Hä? Hat sie sich vielleicht irgendwie unterm Lehrertisch versteckt oder so? Nein. Okay, keine Ahnung. Warte mal, ich muss Violet finden, Freunde. Das sieht ihr nicht ähnlich, dass sie nicht da ist. Ob sie in ihrem Zimmer ist? Violet? Hallo? Warte, was macht sie da? Nein, Violet. Nein, sie ist, glaube ich, eingeschlafen. Violet? Hey, Schlafmütze. Steh auf. Hi. Oh, Izzy, was machst du hier? Violet, ich wollte dich mitnehmen. Die Schule fängt an. Wo bleibst du denn? Wir warten auf dich schon. Was? Ich hab verschlafen? Ja, guck mal auf die Uhr. 21.30 Uhr. Ah, nein! Schnell zur Schule! Was für ein schöner Schultag das doch heute war. Aber jetzt muss ich mich mit Emma treffen. Da ist sie auch schon. Okay, Emma, ich bin da. Jetzt habe ich endlich den richtigen Brunnen gefunden. Oh, endlich! Wir müssen uns jetzt aber beeilen. Echt jetzt? Es ist schon spät. Bald geht die Sonne auf. Der Mond! Er geht bald unter. Nein! Komm, folge mir, aber sei unauffällig. Okay, das kann ich gut. Niemand darf uns sehen. Hast du das verstanden? Okay, ich verstehe, Emma. Let's go. Ja, niemand darf mich sehen. Warte mal. Ich kann doch... Warte. Zack! Schon bin ich unsichtbar. Jetzt kann mich wirklich niemand mehr sehen, Emma. Das ist das Gute an meinen Feenfähigkeiten. Okay, so ein bisschen sehen tut man mich schon noch, glaube ich. Okay, sind wir da? Das ist ein Turm. Irgendwo hier muss er sein. Wir spionieren jetzt wirklich Graf Dracula aus. Okay. Oh nein, ich bin wieder sichtbar. Hier geht's lang. Warte, hier ist, glaube ich, die nächste Etage. Okay, hier ist aber keiner, oder? Das sieht eher so wie eine kleine Bibliothek aus hier unten. Mit einem Kamin. Hier geht's weiter rauf. Okay. Was ist das für eine Etage? Hä? Oh, ein frisches Blutbad! Emma! Emma! Nein, komm jetzt! Nicht, dass wir erwischt werden. Jetzt beeil dich, okay? Komm, schnell weiter. Okay? Beeil dich. Los, let's go. Okay, okay, ich komme ja schon. Ja, los. Du bist schließlich diejenige, die herausfinden will, was mit dem Amulett los ist. Und deinen eigenen Vater ausspioniert. Warte, was ist das hier? Okay. Hä? Das ist sein Büro. Komisch, dass er nicht da ist. Das ist mit Abstand das größte Zimmer von allen, oder? Krass. Okay. Aber vielleicht finden wir hier irgendwas. Warte mal, was? Moment, hörst du das? Hör ich was? Nein. Er kommt. Schnell, versteck dich oben. Warte, was? Oben? Emma, was machst du mit mir? Emma, wieso fliege ich? Oh mein Gott. Was zum... Nein. Ah. Hä? Sie ist da irgendwie in die Wand verschwunden. Warte, irgendjemand kommt. Ich muss mich...
Okay, ich bin unsichtbar. Wer denn wo? Oh mein Gott! Das ist Kalidos Questio! Der Schulleiter! Was macht der hier? Und Graf Dracula? Was? Herr Direktor, es tut mir leid, dass ich Sie warten ließ. Ich wusste nicht, dass Sie schon hier sind. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, nein, schon gut. Blut kann ich nicht ausstehen. Er hat dir Blut zu trinken angeboten. Ich bin hier wegen des Amuletts. Ich dachte, es wäre schon zerstört worden. Nun, wenn das so rüberkam, dann tut es mir leid. Das war wohl ein Missverständnis. Dieses Amulett ist sehr wichtig für uns. Es allein hat die Macht, den echten Dracula wiederzuerwecken. Er hat's doch vor, ich wusste es. Du weißt, dass er hinter dem Amulett her ist. Er wird nicht aufhören, bis er es gefunden hat. Von wem spricht er? Ich sehe keine andere Möglichkeit, als es zu zerstören. Nun, das wird leider nicht möglich sein. Seien Sie gewiss, das Amulett wird sicher verwahrt. Nur ein Blutsverwandter von mir könnte an das Amulett gelangen. Er will das zerstören scheinbar. Ich halte es an der Stelle für ratsam, den Rat einzuberufen. Der Schatten ist eine Bedrohung für uns alle. Und so sollte jeder mitentscheiden dürfen. Das heißt, der Schatten will das Amulett für was? Wir sehen uns bald, Dracula der 14. Auf Wiedersehen.